Stance ist obszön. Das ist das Wort in dieser berühmten Sequenz da. Über die Wurzel des Kastanienbaums. Der Erzähler befindet sich in einem öffentlichen Park und sieht eine Wurzel. Ekel steigt ihm hoch und er weiß nicht warum. Aber das Wort dumm kommt da nicht vor. Später allerdings kommt er darauf zurück. Sartres Entdeckung der Dummheit dient ja einerseits dazu, die Dummheit seiner Zeitgenossen und andererseits die Dummheit der Dinge an sich bloßzustellen. Aber dies geschieht aus der Sicht eines Menschen, der nicht an Gott glaubt, der die Welt ohne Gott entdeckt. Und Sie, Herr Roger, wollten ja, glaube ich, bei diesem Stichwort auch eingehen auf den biblischen Bezug von Dummheit. Und zwar anhand des brennenden Dornbuschs. Dazu haben wir hier einen Stich aus dem 19. Jahrhundert von einem unbekannten Meister. Gott erscheint Moses in einem brennenden Dornbusch und spricht zu ihm. Inwieweit repräsentiert für Sie das Wort Gottes die Dummheit? Das muss man natürlich im Zusammenhang sehen. Das hier ist eine Szene vom Anfang der Geschichte. Der Auszug aus Ägypten beginnt gerade erst. Moses weiß noch nichts von seiner großen Aufgabe. Er ist doch nicht in Ägypten, sondern er weilt auf dem Berg Sinai. Da sieht er den brennenden Dornbusch, hört die Stimme Gottes, der ihn heißt, die Schuhe abzulegen. Der Maler hat dieses Detail hier auch aufgenommen. Die Sandalen sieht man hier vorne im Bild. Genau, die Schuhe liegen hier vorne auf dem Boden. Moses verhüllt sein Gesicht. Das Bild zeigt es, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Nachdem Moses sein Gesicht verhüllt hat, spricht Gott zu ihm. Ja, dann sendet Gott ihn aus, erneuert den Bund, der schon in der Genesis mit Abraham geschlossen wurde. Und als Moses ihn nach seinem Namen fragt, was soll ich Ihnen sagen, wie heißt du, antwortet er nicht. In der Genesis nennt er sich Jahwe oder bei Abraham El Shaddai, allmächtiger Gott. Hier sagt er, ich bin, der ich bin, und befiehlt ihm, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das, was mich hier interessiert, ist dieses, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Das ist von erhabener Dummheit. Das hätte ja auch übersetzt werden können mit, ich bin, der ist. Ich finde aber doch, die beste Übersetzung ist, ich bin, der ich bin, in der die Philosophen übrigens eine Vorwegnahme des ontologischen Arguments gesehen haben. Gott ist das Sein, dessen Essenz die Existenz impliziert. Noch einmal für unsere Zuschauer vielleicht, ontologisches Argument bedeutet, dass aus dem Begriff Gottes seine Existenz abgeleitet wird, da Gott vollkommen ist. Wenn er vollkommen ist, muss er existieren. Existiert er nicht, wäre dies eine Unvollkommenheit. Das wäre eine Unvollkommenheit. Aus Vollkommenheit ergibt sich Existenz. Abgesehen von der Frage der Gültigkeit dieser Beweisführung. Kant übrigens akzeptiert sie genau wie einige andere nicht. Was ich hier interessant finde, obwohl es nicht direkt im Bild erscheint, ist die Aussage, ich bin, der ich bin. In diesem Gott des Alten Testaments erkenne ich eine erhabene Dummheit. Man mag es mir übel nehmen, aber ich glaube, dass schon ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch von der Erschaffung der Welt, in der Genesis, Gott in einer dummen Form erscheint. Als er nach vollbrachter Schöpfung sich selber Beifall klatscht, sozusagen, mit seinem Panta Kalalian, wie es in der altgriechischen Septuaginta heißt. Siehe da, es war sehr gut. Er ist mit sich zufrieden. Ich finde diesen Gedanken der Selbstzufriedenheit faszinierend. Die Vorstellung, dass Gott hier zufrieden seinen guten Job betrachtet, praktisch Bilanz zieht, und wie ein Mensch zurückblickt und sich mit dem begnügt, was er getan hat, nicht mit dem, was er tut. Aber lassen Sie uns, Herr Roger, zu einem weiteren Emblem der Dummheit kommen. Dazu müssen wir ein paar Schritte gehen, wobei wir vielleicht noch weitere Fragen anschneiden könnten. Zum Beispiel die, ob es nicht ein herausragendes Merkmal der Dummheit ist, mit sich selbst zufrieden zu sein. Der Schweinehund ist der Selbstzufriedene. Ja, aber ich meine schon, dass das Wesen der Dummheit dieses identitätsstiftende Gefühl der Selbstverbundenheit ist. Nichts kann das Selbstvertrauen erschüttern, so stark ist es. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen ich bin, der ich bin und ich bin, was ich getan habe. Das stimmt. Ich bin, der ich bin, also in der menschlichen Version, das ist das, was Sie vorhin mit dem Prud'homme, dem Biedermann bei Henri Monnier meinten. Das ist meine Meinung und ich teile sie.
Es ist meine Meinung und ich teile sie. Eine Aussage, die ausgesprochen dumm erscheint. Es ist meine Meinung und ich teile sie. Das ist selbstzufrieden. Das ist auch der Grund, warum ich meine, eine Kritik der Dummheit ist nicht möglich ohne eine Kritik dieser Raison suffisante. Interessant ist, dass Selbstgefälligkeit und Unabhängigkeit nicht das Gleiche sind. Selbstgefälligkeit ist eher das Gegenteil von Unabhängigkeit. Das ist Selbstisolation, das Gefühl, eine Insel zu sein und als einzigen Maßstab seine eigenen Handlungen zu betrachten. Derjenige, der sagt, ich denke frei, weil ich nichts lernen musste, sagt in der Regel das, was alle denken. Zum Beispiel ein Autodidakt, der vorgibt, nicht mit abstraktem Wissen vollgepumpt worden zu sein. Solche Menschen reproduzieren vorgefasste Meinungen. Wenn man glaubt, dass man ein Einzeldenker ist, denkt man wie alle anderen. Da sind wir wieder bei Sartre, der Figur des Autodidakten in Der Ekel. Genau. Der doch besonders dumm ist, der liest doch alle Bücher der Bibliothek. Die Bibliothek von A bis Z und ist gerade beim L oder M. Das heißt, Flaubert hat er schon gelesen, also auch Bouvard und Pécuchet und das Wörterbuch der Gemeinplätze. Da muss ihm viel bekannt vorgekommen sein. Und dann war er wohl auch schon bei H wie Homé. In ihrem Buch gibt es ja eine Kapitelüberschrift namens Ecce Homé. Ja, das ist ein Wortspiel, das ich erst kürzlich entdeckt habe. Es stammt aber nicht von mir. Ich dachte zuerst, ich hätte es erfunden, aber es gibt da eine Zeichnung von Félicien Rops von einer nackten Frau mit einem Schwert und dem abgeschlagenen Kopf von Monsieur Prudhomme in der Hand. Eine erste Version dieser Zeichnung ist betitelt Ecce Homo. Der Bezug zur Bibel ist ganz klar. Und in einer zweiten Zeichnung hat er Ecce Homo durch Ecce Homé ersetzt. Ecce Homé, mit dieser Anspielung eben. Übrigens muss man sagen, alle diese dummen Figuren des 19. Jahrhunderts, also sind gebildet. Ja, und im Namen steckt immer Homme, Mensch, Monsieur Prudhomme, Homé oder Tribula Bonhomé, der ist weniger bekannt. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, woher dieses Wort Homé ursprünglich stammt. Es ist der gierige Seufzer des satten Gastes am Ende einer üppigen Mahlzeit. Oh, aber Homé, der sich damit ein Scheingefecht liefert. Aber lassen wir das. Herr Roger, Sie hatten darum gebeten, dieses Bild hier zeigen zu können, weil es Modellcharakter hat, weil hier die Dummheit wirklich gefährlich und rassistisch wird, die berühmte Banania-Reklame. Ja, bon banania. Das muss man natürlich auch im Kontext sehen. Ich wurde als kleines Kind mit Banania gefüttert. Ich weiß nicht, ob es dies heute noch gibt, dieses Bananen-Schoko-Getränk. Ich nehme aber an, schon. In dem Bild, da steckt so ein beiläufiger, einfältiger Rassismus. Wir sehen hier diesen senegalesischen Soldaten mit seinem Gewehr, den Gamaschen. Da unten rechts sieht man den Gewehrkolben. Er hat keine Tasse, sondern einen Blechnapf. Und er schaut so heiter und zufrieden drein. Mit einem infantilen Lächeln. Er strahlt über beide Backen. Ja, bon banania, banania ist lecker. Das ist Teil eines jahrzehntelangen Rassismus. In einer paternalistischen Ausprägung. Man meint es halt gut mit dem schwarzen Soldaten, ganz im Stil der guten alten Kolonialzeit der 1930er Jahre. Was wir sehen, ist keine Erniedrigung, sondern eine nette Form der Geringschätzung. Trotzdem hat es etwas Bedenkliches, weil es Vorurteile transportiert. Der Neger ist dafür bekannt, in der Volksmeinung natürlich, dass er besonders verfressen ist, er ist ausgesprochen dumm. Er redet wie ein kleines Kind. Gebrochen sprechen heißt ja bei uns im Französischen wie ein kleiner Neger reden. Oder nehmen Sie das andere klassische Vorurteil von der sexuellen Potenz der Schwarzen. Das könnte auch aus Flauberts Wörterbuch der Gemeinplätze stammen. Neger kann immer. Das ist das Bild, das man in Frankreich vom guten Neger hatte. Spannend am Wörterbuch der Gemeinplätze ist, lassen wir mal den Neger sein, auch folgende Definition. Blondinen, heißblütiger als Brünette und Brünette? Heißblütiger als Blondinen. Und die Negerinnen stehen auch drin. Was schreibt das Wörterbuch über die? Er vergleicht ja vier Frauentypen. Die Rothaarigen. Genau, Rothaarige, was ist mit denen? Eine Definition gibt er nicht. Er verweist auf die Brünetten und die Blondinen. Unter Brünetten verweist er dann wieder auf die Blondinen und bei Blondinen wieder auf die Brünetten und die Negerinnen. Negerinnen heißblütiger als Weiße. Das Gegenteil sagt er aber nicht, denn der Logik nach können ja Weiße einfach nicht heißblütiger sein als Schwarze. Außerdem gehört sich das nicht. Das Ganze ist ein buntes Sammelsurium. Flauberts Wörterbuch der Gemeinplätze trägt ja nicht umsonst den Untertitel Katalog der schicken Ideen. Das muss man berücksichtigen. Da sind ja auch noch viele andere solche Beispiele. Wie Abitur
Oder auch Diplom. Herr Roger, kommen Sie mit und lassen Sie uns weiter über das Wörterbuch mit all seinen Gemeinplätzen reden. Denn die sind alles, was man wissen muss, um ignorant zu sein. Sprich, um sich keine eigenen Fragen stellen zu müssen. Und schon kann man kritisches Nachdenken abstellen. Ja, wir wissen alles und wir wissen nichts. Man kann sehr gut